Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zur zweiten Staffel von Dwarf Fortress. Wie immer gibt es einiges zu tun, teilweise viel zu tun. Und ja, überall ist Wildschweinblut. Ja, unsere Jäger sind ein bisschen abgegangen. Aber das habe ich ihnen jetzt unterbunden. Ich habe meinen ganzen Jäger zu Haulern gemacht und sogar meinen ersten X-Bow-Squad zusammengestellt. Sind sogar fast alle neun aus der aus dem Jägertrupp. Nur der da unten, der war mal ein Farmer. Ja, alle anderen habe ich zu Haulern gemacht und ich habe meinen Haulern und X-Bow-Leuten den Plant Gathering Auftrag gegeben. Also den Beruf, den Auftrag habe ich noch nicht vergeben, weil wir haben nur 54 Trinken. Und das ist schlecht. Gucken wir mal kurz in die Küche. Hier wird ja nicht aus Versehen irgendwas verkocht, was vertrunken werden soll. Nein. Das ist alles, was wir noch an Trinken haben. Okay. Deswegen, das erste, was ich mache, ist, ich gehe hier runter in die Zonen. Und remove alle Zonen hier. So, dass das hier nicht mehr weiter gefüllt wird. So. Dass die Leute wieder an ihre Arbeiten gehen können. Ja. Dafür geht es jetzt hier dann langsam mal los. Ja, ihre Arbeiten. Zum einen müssen wir gucken, dass wir jetzt unsere Verteidigung zum Laufen kriegen. Erstmal das Wichtigste, den Plant Gathering Befehl vergeben. Designation. Gather Plants. Ich würde am liebsten einmal über die ganze Map fahren. Aber versuchen wir so weit südlich wie möglich zu kommen. Hey, geht sogar. So. Das dürfte die eine Weile beschäftigt halten und mir genügend Plants bringen zum Verbrauen. Ah, hier oben fehlt noch ein bisschen was. Gut. Das wäre das Erste. Als nächstes. Ja, Designation. Hier removen. Das muss ich jetzt noch mal ganz gut durchdenken, wie ich das gerne hätte. Ja, hier ist die Wand nachher. Also ja, ich deute mal den Raum hier hinten an. Hier wäre die Wand. Achso, meinern. So. Und so. Da fehlt ein Stück. So. Das wäre der Sicherheitsraum. Das heißt, hier ist die Wand. Aber hier ist nur eins frei dann. Das ist nicht so gut. Remove Designation. So machen wir den Sicherheitsraum auch auf der anderen Seite schon mal hin. Wie breit ist der denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, dann ist das hier 1 zu viel. So, das hier sind die Sicherheitsräume, beziehungsweise das sind die Schussräume. Also hier wollte ich ja runter channeln. Genau, den Channel-Befehl, den gebe ich auch schon mal. Das ist mir jetzt gerade irgendwie am wichtigsten, das hier richtig zu machen. So. Yep. Und hier habe ich ja gesagt, hier soll auch gechannelt werden. Oh. Ja, hier soll auch gechannelt werden. Und da müssen wir da gucken, dass wir da Brücken hinsetzen.
Deswegen dürfen wir erst einmal hier nicht channeln. Am besten nehmen wir das alles nochmal weg. So. Wir haben ja hier drunter die Designation richtig gemacht. So. Und das hier nehmen wir auch mal kurz wieder weg. So, dann machen wir das erstmal so. Wir haben ja zum Glück schon einen Mechaniker. Der braucht allerdings noch einen Workshop, wenn ich richtig weiß. Mechanics Workshop. T. Und ja, ich tue alles jetzt gerade erst einmal provisorisch einrichten. Weil sobald die mit dem mit der Verteidigung, ersten Verteidigungsanlage hier fertig sind, das ist mir gerade so das Wichtigste. Mache ich das mit den Mechanik-Sachen. Also ich baue jetzt nur die Brücken. Obwohl, ich kann nur die Brücken bauen. Die mechanischen Teile kann ich ja nachher immer noch. Das kann ich ja nachträglich machen. Schalter bauen. Es ist nur erstmal wichtig, dass ich die Brücken habe. Hier in dem Bereich. Achso, das da kann ich auch noch mal weg x'en. So, das brauchen wir nämlich auch im Augenblick nicht mehr. So, Building. Brücken haben ihr eigenes Ding. Genau, Brücken sind G. Dumm, dumm, dumm. So, dann kommt hier eine Brücke hin. Am besten machen wir sie so, dass sie nicht so schräg, sondern direkt aufliegt. Und dann müssen wir noch die, die Brücken, also die Verankerung festlegen. Also hier ist sie oben. Dann klappt das Ding ja eben nach da hoch und bildet hier eine Mauer. So dass Feinde hier eben gefangen sind. Und hier unten machen wir es genau umgekehrt. So. Da können wir ruhig Blocks nehmen. Und noch eine Brücke brauchen wir hier unten. Hier, genau. Aber diesmal mit einem... Nach unten, genau. Auch wieder mit Blocks. Und gut ist das. So, und wenn das erledigt ist, dann channeln wir weiter. Also ja, wir könnten hier schon mal einen Mining-Befehl geben, dass sie das hier leer minern. So. Und dann müssen wir uns noch um das Channel kümmern, sobald die Brücken fertig sind. Werden sie schon gebaut? Ja, Architektur. Architektur wird benötigt. Das sind meine Masons dafür verantwortlich. Und wir haben einen Schwarzbär in der Nähe, der die Leute vergrault. Wie sieht es denn mit Plants bis jetzt aus? Okay, nicht viel, aber etwas zum Verbrauen. Dum dum dum. Still. Brew. Repeat. So. Das wird dem Brauer seine wichtigste Aufgabe jetzt sein. Oh, ich habe vergessen, ihm das Gather Plants wegzunehmen. Nee, 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 nee. Profession, Labor, Farming Related. Du machst kein Plant Gathering mehr. So. Du sollst nur brauen. Genau. Das heißt, sie brauchen destillierbare Items. Davon müssten jetzt hier ein paar rumliegen.
I am detected. Does my dagger shine? Okay, da haben wir einen Kumpeldieb entdeckt. Und wir haben einen Koala in der Nähe. Und eine Karawane. Für die wir immer noch nichts zu verhandeln haben, oder? Ah, F1. Doch, ein bisschen was dürften wir haben. Craft, 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 Craft. 3 Craft Spins, jawohl. Und Trader, bitte. Wir müssen Alkohol kaufen. Was ist passiert? Das Tier ist tot? Oh, es ist im Fluss ersoffen. Das finde ich jetzt allerdings nicht so schön. Habe ich da drüben aus Versehen Befehle gegeben, was zu gathern? Die nehme ich dann mal vorsichtshalber wieder weg, so. Und so. Was für Karawanen seid ihr denn? Menschen. Menschen haben hoffentlich Alkohol. Weil wir haben langsam wirklich nichts mehr zu trinken, Leute. Jawohl, jetzt arbeitet er wenigstens. Ich nehme, was ihr zu trinken habt, egal was. Überall sind sie mit Clan Gathering beschäftigt. So, da ist schon mal fertig gebaut worden. Was machen meine Masons gerade? Construct Building. Aber nicht hier oben, oder? Dem Flur. Ist jetzt hier unten wieder Dark? Nein, es ist Inside, aber Above Ground. Above Ground. Designation Building C. Ich habe doch hier einen Floor in Auftrag gegeben, oder? Construction present, ja. Ja, da ist ein Floor gebaut worden, oder? Ja, da ist ein Floor, okay. Gucken wir mal nach den Brücken, ob die gebaut werden. Ja, die Brücken werden gebaut. Sehr schön. So, können wir schon handeln? Nein, weil mein Trader noch nicht da ist. Jetzt ist er aber da. Okay. Wir wollen in erster Linie Wasser, ja. Nein. Wir wollen in erster Linie trinken. Keine Blutbarrels. Fisherberry Wine Barrel. Und Longland Beer Barrel. Und vielleicht haben sie ja die Sachen zum Verbrauen übrig. Das ist jetzt im Augenblick das Wichtigste für mich. Dann müssen wir weiter unten gucken, ob sie Kräuter zum Verbrauen haben. Bla bla bla. Brauchen wir alles nicht. Will ich jedenfalls jetzt noch nichts von haben. Oh, Fische können wir mitnehmen. Cuttlefish. Noch mehr Cuttlefish. Bisschen Lungfisch, warum nicht? Redfish. Prickleberries, die nehmen wir mit. Aber sowas von...
Wildstorberries, noch mehr Pickleberries, Fischerberries nicht unbedingt. Dann nehmen wir Redweed mit. So. Noch mehr Wildstorberries, Prickleberries. Ah, noch mehr Redweed. So. Und da werfen wir mal